Am Ende einer solchen Veranstaltung ist ja stets angebracht, ein kleines Fazit zu ziehen. Und da möchte ich mit Ihnen einen Punkt aufnehmen, der mit der Phänologie angesprochen wurde. Stellen wir uns gemeinsam eine Tulpe vor. Eine Tulpe, Blüte, hat eine Blütenbasis. Und diese Blütenbasis, die können wir übersetzen in globalen Klimawandel und auch das Erdsystem modellieren, was Jeffrey Keel uns ein wenig näher gebracht hat. Und diese Tulpenblüte ist erfreulicherweise in voller Schönheit verschlossen. Es ist also nicht Mitte des Tages, sondern am Morgen oder am späteren Abend. Und sie hat 4 Blütenblätter. Eines davon heißt regionale Wirklichkeit und Entwicklung. Ein weiteres heißt lokale und regionale Verletzlichkeit und Anpassung. Auf einem dritten steht Atmosphärendynamik und Wetterextreme. Und auf einem vierten steht das Schlagwort Kommunikation. Das waren die 9. Annaberger Klimatage 2014. Und die Blütenblätter müssen geschlossen sein, denn uns allen ist aufgefallen, dass diese 4 Themen aufs engste miteinander verwoben sind und natürlich auch auf dieser Basis aufsitzen, ohne die, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, diese lokale und regionale Erkenntnis und auch Umsetzung von Erkenntnis nicht sinnvoll machbar wäre. Ich glaube, da bringe ich Eulen nach Athen an dieser Stelle. Weil diejenigen, die den Annaberger Klimatagen schon seit so vielen Jahren treu sind, auch wissen, was sich in diesen Jahren entwickelt hat, nicht nur unter uns, sondern auch an Erkenntnis, Erfahrung und auch echtem belastbarem Wissen, halten wir, die wir dafür mitverantwortlich sind, es für sinnvoll und angemessen, auch eine 10. Annaberger Klimatage zu denken. Und ich darf Ihnen schon den Termin bekannt geben für Ihre Kalender. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom 10. bis 12. Mai 2006 sein, wobei am 10. Mai wie dieses Mal am, wie bitte, was habe ich gesagt? 2016 natürlich, am 10. Mai sicherlich wieder eine Veranstaltung für die allgemeine Öffentlichkeit sein wird und am 11. und 12. Mai geht es dann hier wie bei uns am 7. und 8. dieses Mal intern zur Sache. Mehr möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, was das Fazit anbetrifft. Ich selber habe diese Veranstaltung spätestens ab dem Zeitpunkt genossen, wo die Übertragung und Diskussion mit Jeffrey Keel in Boulder heile über die Bühne gegangen war. Und das hat meinen internen Druckpegel auf deutlich erträglicheres Maß zurückgefahren. Und ich möchte deshalb an erster Stelle diesem Technikteam von der TU Bergakademie Freiberg danken, vom Medienzentrum. Die haben erheblich viel mehr geleistet, als Ihnen allen, uns allen hier sichtbar gewesen ist. Und dafür allen stellvertretend vielleicht Uwe Schellbach, von dem ich weiß, dass er dahinter sitzt und das hört, ein ganz herzliches Dankeschön. An zweiter Stelle möchte ich glaube auch im Namen von uns allen, den beiden Simultanübersetzern ganz, ganz herzlich danken, die uns ja nun auch schon seit Jahren begleiten und die es eigentlich erst möglich machen, dass wir gemeinsam mit Freunden aus Polen, aus Tschechien, unter anderem auch aus Ungarn und der Slowakischen Republik, dieses Mal zwar nicht, aber das macht ja nichts, und auch aus Großbritannien dieses Mal diese Veranstaltung durchführen können, ohne auf große Kommunikationshürden zu stoßen. Ihnen beiden ganz, ganz lieben herzlichen Dank für Ihr großes und kompetentes Engagement. Und es versteht sich von selbst, dass jede dieser Veranstaltungen nicht ohne viele kleinere und größere Helferlein, denen zum Teil ja auch schon eingangs gedankt wurde, machbar wäre. Ich glaube, denen haben wir sehr zu danken.
Ich sehe vor mir Irini von Rechenberg und Christa Reichardt, und die beiden nehme ich auch mal stellvertretend für das gesamte Team. Manche der Köpfe haben Sie gar nicht sehen können, und es ist auch gut so, denn es ist ja doch ziemlich reibungslos alles über die Bühne gegangen. Ganz herzlichen Dank. Und nicht zuletzt, und damit höre ich dann auch endlich auf, ein ganz dickes Dankeschön an Sie alle, an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch die, die jetzt schon nach Hause mussten. Dank Ihrer Teilnahme gibt es die Annaberger Klimatage. Und dank des ganzen Inputs, der auch über die Diskussionsbeiträge, die Fragen kommt, ist es für uns immer auch ein wenig Leitschnur auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine große Motivation, sich dann eben für eine Weiterführung dieser Veranstaltung zu engagieren. Denn ohne diese Resonanz würde das wenig Sinn machen. Also ein herzliches Dank von uns an Sie. Ja, auf diese Transponder hatte ich schon hingewiesen. Vielleicht hat keiner zugehört. Ich sage es also nochmal. Es wird vielleicht immer noch, ich weiß es gar nicht, so ein Transponder vermisst. Das sieht aus wie mein Portemonnaie, nur kleiner, und es ist ein Kabel dran. Und wer sowas noch irgendwo auf der Tasche drücken hat, möge sich nochmal abtasten, um sich dieser entsetzlichen Fracht zu entledigen. Und damit wünsche ich Ihnen allen eine wunderbare Exkursion auf den Fichtelberg. Sie werden dort wirklich Einmaliges zu sehen bekommen. Und ansonsten genießen Sie Annaberg und kommen Sie alle gesund und munter wieder nach Hause. Dankeschön und Glück auf. Was war das? Sagst du noch einen Satz, dass die Vorträge veröffentlicht werden? Ach so. Naja, ich gehe immer davon aus, dass die meisten im Raum des Lesens kundig sind und dass sie natürlich in den Pausen immer auch ganz schnell geblättert haben in diesem Heft. Und wenn man dann auf die allerletzte Seite guckt und sich nicht so sehr ablenken lässt von diesem hervorragenden Foto von Christel Hinze, dann wird man da unten Hinweise sehen, und da steht zum Beispiel die Webseite drauf, auf der man das herunterladen kann. Also die ganzen Beiträge werden lesbar sein im Netz. Die Unterlagen sind dort, es gibt auch Videosequenzen von den einzelnen Beiträgen. Man kann also diverses nachhören, nachlesen, nachsehen, und man kann uns natürlich auch erreichen über die üblichen Kanäle, um gegebenenfalls Fragen zu stellen oder auch noch andere Anregungen loszuwerden. Jetzt war da hinten noch irgendwie so ein wilder Fingerzeig. Der Landkreis ist da. Ach, das muss im Deppen ja gesagt werden. Dann möchte ich Sie ganz herzlich hier nach vorne bitten, und dann freuen wir uns auf das Schlusswort. Nein, nein, das soll wohl sein. Ja, so steht es auch hier. Ich weiß bloß, ich hatte vorhin danach gefragt, ob jemand da ist. Also hieß es, es sei niemand da, entschuldigen Sie. Ja, kein Problem. Wir freuen uns auf Ihr Schlusswort. Ja, ja, der im Vorankündigungsprogramm erwähnte Udo Kolbe, Abteilungsleiter Umwelt, Forst und ländliche Entwicklung, hat leider aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst im Landratsamt beenden müssen. Und deswegen stehe ich hier, also mein Name ist Werner Lobeck, ich bin Referatsleiter für Umwelt und seit 1. Januar auch Umwelt und Forst, allerdings nicht für den Staatsbetrieb Sachsenforst natürlich, Herr Schusser, sondern für den Kommunal- und Körperschaftswald, also die sogenannte untere Forstbehörde. Ja, ich stehe jetzt hier oben, bin hin und her gerissen, und ich kann, wie auch Sie, Herr Professor Matschulat, gesagt haben, die 9. Klimatage für mich als Genuss verzeichnen. Es war eine tolle Veranstaltung, und es folgt ja jetzt auch mit der Exkursion noch ein weiteres Highlight. Und die Vorträge brachten für mich eine Vielzahl von Anregungen, und gestatten Sie mir auch die Bemerkung, diese 2 Tage waren für mich auch etwas entspannend. Ich konnte also dem alltäglichen Stress eines Referatsleiters im Landratsamt zumindest teilweise entfliehen und den Kopf mit anderen Dingen wie
Ansonsten Personalfragen oder kleinen und großen Anfragen des Landtages oder der Presse oder die tägliche Arbeitsorganisation konnte man doch etwas hinten ran schieben. Leider, und das muss ich allerdings hier auch kritisch für den Landkreis oder für das Landratsamt sagen, werden die hier angesprochenen Themen, spricht vielleicht auch für andere Landratsämter im Freistaat Sachsen, in unserer Arbeit viel zu wenig berücksichtigt. Besonders hat mir gefallen, dass es hier nicht nur trockene, wissenschaftliche, für Nicht-Klimaforscher, und da zähle ich mich durchaus mit darunter, mitunter schwer verständliche Vorträge gegeben hat. Vorträge, die muss ich einen Mangel einräumen, also schon alleine von der Vielzahl der Fremdworte. Ich habe dann immer mal schnell das Handy gezückt und habe bei Google eingegeben, ja, was ist denn Vulnerabilität, habe ich vorher also noch nicht gehört gehabt, jetzt weiß ich es, hat sich allerdings auch aus dem Vortrag ergeben. Ja, es wurden aber insbesondere auch Fragen der Kommunikation, der Klimaentwicklung und auch praktische Hinweise zur Umsetzung thematisiert. Auch trägt die Internationalität der Referenten zur hohen Professionalität der Veranstaltung bei. Vermisst habe ich auch etwas, und ich denke, das könnte vielleicht auch eine Anregung für zukünftige Klimatage, die natürlich auch immer wieder in Annaberg stattfinden sollen oder, soll ich sagen, müssen. Darstellung von Aktivitäten und Erfahrungen beim Klimaschutz auf kommunaler Ebene, auf Landkreisebene. Es gibt in Deutschland dafür Beispiele, wenn man im Internet recherchiert, also beispielsweise in Baden-Württemberg im Rems-Murr-Kreis ein aus meiner Sicht recht anspruchsvolles Klimakonzept, was durch das Institut Wuppertal entwickelt worden ist und für, denke ich, auch beispielgebend ist. Wenn ich auf meinen Landkreis, den Erzgebirgskreis, blicke, muss ich leider feststellen, dass wir diesbezüglich nicht agieren, sondern wir reagieren. Das heißt, wir arbeiten eigentlich als Feuerwehr. Nehme ich jetzt das Hochwasser 2013 ganz aktuell, so ist festzustellen, dass wir derzeit für mehr als 1000 Schadensfälle im Rahmen des Wiederaufbaus, der Schadensbeseitigung, wasserrechtlich und wasserbaufachlich diese Tätigkeiten zu begleiten haben. 8 Personen meines Referates sind derzeit mit diesen Aufgaben befasst. 8 Personen, die ansonsten andere arbeiten, in anderen Sachgebieten, ob im Naturschutzbereich, im Emissionsschutzbereich oder auch im Baureferat, also auch aus einem anderen Referat, sind Kollegen abgestellt worden und Kolleginnen, um alleine diese über 1000 Fälle zu bearbeiten. Das Verrückte dabei ist, dass, was heißt verrückt, es ist vielleicht auch normal, das Sächsische Wassergesetz schreibt einfach vor, bei bestimmten Zerstörungen, Beseitigungen, wesentlichen Beschädigungen ein wasserrechtliches Verfahren, was bis hin zu Planfeststellungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung etc. gehen kann. Ein sehr hoher Aufwand, und wir schätzen, dass wir also 2 bis 3 Jahre damit zu tun haben werden. Und 2 bis 3 Jahre, das ist also eine ganz anspruchsvolle Zielsetzung. Wir bearbeiten nämlich derzeit auch noch Fälle der Hochwasserschadensbeseitigung aus dem Jahr 2002, Einzelfälle. Und es sind noch etwa, also für den Erzgebirgskreis, noch etwa 30% Schadensfälle zu bearbeiten, die aus dem Jahr 2010 resultieren. Und das nächste Hochwasser, sicher wie das Amen in der Kirche, kommt natürlich auch, und insofern sind das angesichts auch der personellen Ausstattung bzw. des Druckes, der auf die Landratsämter bezüglich einer personellen Reduzierung oder Senkung der Personalkosten ausgeübt wird, schwer lösbare Aufgaben. Die Diskrepanzen, die zwischen den Ihren
uns hier dargestellten wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Handlungen der Politiker auf Bundes- und Landesebene einfach vorherrschen, spüren wir als die unteren Umweltbehörden schmerzlich. Leider ist es beim Klimawandel nicht ganz so einfach wie beim Waldsterben. Sie hatten, Herr Professor Macula, darauf schon hingewiesen. Dort ist es ein Ereignis, wo relativ, ich will nicht sagen einfach, aber wo es vielleicht einfacher ist, kausale Zusammenhänge herzustellen als beim Klima. Und das ist ja eigentlich auch sehr gut dargestellt worden, welche Schwierigkeiten es gibt der Thematisierung, der Kommunikation. Und nur als Beispiel, wenn ein schöner Sonnentag ist, also auch mit welchen Problemen wir uns rumschlagen müssen, wenn ein schöner Sonnentag ist und es fliegen 5 Düsenjäger über den Himmel, klingeln bei uns die Telefone und es gibt Anfragen zu der leidigen, schon zum Hals heraushängenden Chemtrail-Problematik. Das sind Themen, die Bevölkerung beschäftigen und die leider immer wieder hochkochen über diverse Internetkanäle. Ich wünsche mir, auch für meine Arbeit im Landratsamt, dass das Thema Klimaschutz in allen Bereichen, ob im Wasserrecht, in der Forstwirtschaft, im Naturschutz, im Emissionsschutz, in der Abfallwirtschaft, auch im Baurecht, regelmäßig in die Abwägungsprozesse bei entsprechenden Genehmigungsverfahren einbezogen werden müssten. Klimaschutz sollte, und dies möchte ich auch als Anregung an die LANU mit aussprechen, auch an den Bildungseinrichtungen des Freistaates Sachsen stärker in die Weiterbildung eben auch bei Naturschützern, bei Emissionsschützern, bei Wasserrechtlern mit einbezogen werden, damit auch die Sensibilisierung bei diesen Kollegen dort stärker zur Geltung kommt. Ja, soweit vielleicht aus meiner Sicht ein paar Schlussfolgerungen. Ich möchte jetzt nicht nochmal, Herr Professor, Sie hatten das schon gemacht, den Dank an alle Beteiligten, an alle Referenten, an die Dolmetscher ausdrücken. Es war für uns eine sehr schöne, eine sehr nachhallende Veranstaltung und wir wünschen uns auch als Landkreis und sicher spreche ich auch hier im Namen der Stadt Annaberg, dass diese Veranstaltungen auch für die Zukunft hier stattfinden können und auch weiterhin so erfolgreich gestaltet werden können. Dankeschön.